Hallo, guten Abend und herzlich willkommen bei Spruchreif, Ihrem Talk hier bei Studio 47. Wer in Duisburg einen BMW kaufen wollte, für den war das familiengeführte BMW-Haus Scharmach eine der großen Adressen. Und das mit langer Tradition. Doch manchmal brechen Automobilhersteller mit Traditionen und BMW Scharmach musste ihre Lizenz leider abtreten. Nun hat Frau Monika Scharmach noch mehr Zeit als beherzte Unternehmerin für karikative Aufgaben. Was sie alles macht, darüber sprechen wir jetzt. Ganz herzlich willkommen, Monika Scharmach. Schönen guten Abend, Herr Mais. Ja, Frau Scharmach, schön, dass Sie hier sind. Eigentlich kennt man Sie ja vom Autohaus BMW Scharmach. Richtig. Ja, die Lizenz, das habe ich gerade auch in der Anmoderation gesagt, mussten Sie abtreten. Das war bestimmt ein herber Schlag für eine Familie, die lange, lange in Tradition BMW hier in Duisburg vertreten hat. Ja, es kam auch sehr unvorbereitet. Das war ein schwerer Schlag. Und zwar hat man uns genau in dem Monat des 80-jährigen Bestehens des Autohauses die, ich sage jetzt mal das Wort Kündigung, das heißt eigentlich die Nichtverlängerung des Vertrages ausgesprochen. Meine Oma hat am 5. November 1926 die Firma gegründet. Und wir haben im November 2006 eine Einladung nach Dortmund zum damaligen Bezirksleiter bekommen. Und er hat also meinen Mann, meine Tochter und mich eingeladen. Und wir waren felsenfest der Überzeugung, es ging um das 80-jährige Firmenjubiläum, dass sie uns eventuell eine Zuwendung machen oder irgendwas mit uns besprechen wollen oder vielleicht doch ein Event sponsern und dergleichen mehr. Aber es war eine Sache von 10 Minuten. Wir haben kaum gesessen und da hat man uns gesagt, Sie, Frau Scharmach, da war ich mit gemeint, und Sie, Herr Scharmach, mein Mann, sind im März nicht mehr in Ihrem Autohaus, und Sie, Frau Scharmach, damit war meine Tochter gemeint, könnten ab März das Autohaus eventuell als Geschäftsführerin unter einem anderen Namen weiterführen. Und dann habe ich nur gesagt, das ist jetzt nicht Ihr Ernst. Erstmal meinen Sie, das kann nicht sein, was da abläuft. Dann habe ich nur gesagt, Sie wissen schon, dass ein Baby 9 Monate braucht, um auf die Welt zu kommen. Und Sie wollen mir doch nicht sagen, dass wir nach über 40 Jahren, so lange haben mein Mann und ich diesen Betrieb geführt, dass Sie mir jetzt sagen, dass wir im März raus sein sollen. Das war November. Und dann hat er gesagt, doch. Und dann sind wir aufgestanden, sind rausgegangen, alle drei. Also da können Sie erstmal gar nicht Auto fahren. Ja, das so, weil es war eigentlich ein bisschen menschenunwürdig, auch einem BMW-Händler gegenüber, der sich nichts hat zu Schulden kommen lassen. Wir waren der älteste BMW-Händler vor Ort, also hier in Duisburg, und waren mit Leib und Seele Unternehmer und haben das auch immer mit Herzblut gemacht und gerne gemacht. So war's. Wenn ich das richtig sehe, momentan für mich gibt es einen einzigen BMW-Händler, einen lizenzierten Händler in ganz Duisburg. Ja. Ist Duisburg kein gutes Pflaster für es BMW? Soll ja noch ein neues Autohaus entstehen. Das ist ja eine Gruppe, die dahinter steht. Auch der jetzt angesiedelte Händler gehört zu einer Gruppe. Das ist eigentlich auch das, was BMW will. Ich nenne jetzt mal das Wort Oberhäuptling. Also sie wollen so einen Oberhäuptling, der mehrere Autohäuser unter sich hat. Und das ist eigentlich die Philosophie nicht nur von BMW. So sind auch andere Hersteller unterwegs, indem sie sagen, lieber einen großen Händler, der mehrere Standorte hat. Und so sind auch die Verträge ausgerichtet und so sind die auch bonifiziert. Also sie können als Standalone-Händler, so wie wir das waren, gegen die Marge der anderen Gruppen gar nicht mehr ankämpfen, weil die ja als Gruppe veranlagt werden und ganz andere Boni bekommen. Mhm. Sie haben ein Auto zum Einkauf bekommen, da haben die anderen drüber gelacht, da haben die noch mit weit mehr Rabatt die Autos verkauft. Und irgendwann ist dann ja auch Schluss, das schaffen sie ja gar nicht mehr. Mhm. Das ist aber gewollt. Fahren Sie denn trotzdem noch BMW oder haben Sie mittlerweile ein anderes Fahrzeug? Wir fahren noch BMW, ja. Und, Den haben wir damals noch mit rausgenommen aus dem Unternehmen, ja. Sie sind der Marke treu geblieben. Das hat sich so ergeben durch die Insolvenz, die wir anmelden mussten. Es hat sich alles so ergeben, weil wir haben ja nach der Nichtvertragsverlängerung versucht weiterzumachen, und zwar mit dem Servicebetrieb. Das heißt, Sie müssen die Bildmarke, dieses BMW-Emblem, das muss überall weg. Und dann dürfen Sie ja nur noch dieses BMW in Buchstaben überall nach außen signalisieren. Und damit haben Sie nur noch einen Servicevertrag. Das hätte vielleicht auch irgendwo gehen können, aber die Rücknahmeverpflichtung der Leasingfahrzeuge, die obliegt Ihnen auch nach einer Kündigung.
Das heißt, alles das, was wir in der Pipeline hatten, ob die Großkunden, Thyssen, wir hatten nicht nur Thyssen, wir hatten Edeka, wir hatten sie alle. Die Autos laufen irgendwann aus und die mussten wir rücknehmen. Und die der Finanzmarkt ist da eingebrochen. Das heißt, sie haben irgendwann eine Rücknahmeverpflichtung unterschrieben. Ich sage jetzt mal, Auto kostet 100.000. Der kommt nach 3 Jahren zurück, haben sie unterschrieben, wir nehmen ihn den für 50.000 zurück. Der war am Markt aber vielleicht nur 30.000 wert. Mhm. Dann rechnen Sie mal hoch, das geht gar nicht gut, nämlich überhaupt nicht. Weil die Autos hätten wir 3 Jahre lang, die alle noch so ausliefen, zurücknehmen müssen. Und da ist irgendwann dann Schluss, dann stehen sie mit dem Rücken an der Wand. Und dann habe ich die Insolvenz anmelden müssen, ja. Aber, und das finde ich auch bemerkenswert, Sie waren schon als Unternehmerin sehr engagiert. Ja. Sie, ja, wie kam es überhaupt dazu, dass Sie ehrenamtliche Tätigkeiten aufgenommen haben? Das erste Ehrenamt, das ich aufgenommen habe, so richtig in der Verantwortung, war der Verein, der Förderverein Kind im Krankenhaus. Wir haben nächstes Jahr 20-jähriges Bestehen. Das war im Juni 1995. Da hat mich die damalige Chefärztin der Kinderabteilung gefragt, ob ich bereit wäre, einem Förderverein vorzustehen, weil der Bedarf war einfach da im Duisburger Norden. Und das Haus selber konnte das nicht stemmen, was vielleicht ein Förderverein stemmen könnte. Und da habe ich mich einfach bereitschlagen lassen, das zu machen. Und nächstes Jahr bin ich 20 Jahre dabei. Bin jetzt seit 3 Jahren die Vorstandsvorsitzende, war immer in der Stellvertretung, weil ich gesagt habe, ich habe ja noch die Firma. Mittlerweile sieht es dann anders aus und dann ist man in der vollen Verantwortung. Ich mache das wirklich gerne mit Leib und Seele, ja. Schon. Jetzt Kind im Krankenhaus, das sagt nicht jedem etwas. Können Sie beschreiben, worum es da geht? Es geht um die Kinder- und Jugendklinik des St. Johannishospitals, also wirklich jetzt nur um dieses Haus. Es war seinerzeit so, dass ganz viel Material fehlte und auch Bedarf war an, das hört sich doof an, wenn ich das sage. Ich will jetzt nicht sagen, die Kinder hatten schon die Chance, mit allen Apparaturen zu genesen, aber wir haben so das Sahnehäubchen gefördert. Wir haben so, das ist ein blödes Wort, aber wir haben so den Luxus gefördert. Ich sage Ihnen mal unser erstes Projekt. Die Kinder hatten Inkubatoren. Da werden sie angeschlossen bei bestimmten Krankheiten und liegen im Bett an so einem Apparat. Als Erwachsener noch nachzuvollziehen. Kinder können aber nicht den ganzen Tag an so einem Gerät liegen. Unsere erste Investition des Vereins war tragbare Inkubatoren. Da konnten die Kinder aufstehen, konnten mal über den Gang laufen und waren trotzdem an der Ampulle angeschlossen. So. Und damit hat das angefangen und so haben wir weitergemacht. Wir haben ganz lange Jahre gesammelt für die Mutter- und Kindeinheit. Die Baumaßnahme konnte der Verein nicht bezahlen. Wir haben die ganze Innenausstattung bezahlt, angefangen von den Böden, Gardinen, die Nasszellen. Und die sind heute noch immer überbucht. Die Eltern können mit ihren Kindern, sogar beide, oder Mutter sowieso oder Vater, mit den Kindern, mit den kranken Kindern in einem Zimmer übernachten. Das ist wie ein Hotelzimmer. Sie haben ihr eigenes Bad dabei mit Dusche und sind nicht mit den anderen Kindern konfrontiert. Und das ist eine Sache, die Umbaumaßnahme, da haben wir sehr viele Jahre drauf gearbeitet, so über 10 Jahre, die haben wir dann auch gestemmt. Also das war ein riesengroßes Projekt, aber ganz, ganz groß und das darf man nicht vergessen. Wie lange haben wir das jetzt? 13 Jahre oder so ist die Babyklappe. Wir haben ja hier im Umkreis eigentlich die einzige Babyklappe. Und da ist auch wieder die Baumaßnahme vom Haus geschehen, weil wir können keinen Bauantrag oder einen Bau und Umbau bezahlen. Aber wieder die ganze Einrichtung und alles drumherum, dass die Babyklappe funktioniert und die Werbung darüber, die läuft über den Verein Kind im Krankenhaus. Und wir haben jetzt in 13 Jahren 14 Kinder drin gehabt. Sie können also sagen, pro Jahr ein Kind, wobei auch mal in einem Jahr kein Kind war und dann war im anderen Jahr 2 Kinder. Aber die Babyklappe ist eine Institution, die, die lohnt sich. Ich habe bei den Recherchen bin ich auch darauf gestoßen, auf das Thema Babyklappe. Und ich hatte, als ich mir das durchgelesen habe, auch mich gefragt, wie viel Zweifel müssen die Mütter sein, die eine derartige Babyklappe nutzen. Ja. Kriegt man da Erfahrungen zu, welche Schicksale da hier und da dahinter stehen? Die Klinik darf nicht darüber sprechen.
Ich kann Ihnen aber einen Fall schildern, über den gesprochen wurde, über eine junge Frau, die nicht, und da können Sie sich mit allen möglichen Gynäkologen unterhalten, das ist so, nicht wusste, dass sie schwanger ist, sie wusste es wirklich nicht. Sie war auch in einer Beziehung mit dem Vater des Kindes, sie war nachts alleine zu Hause und hat das Baby bekommen, ohne dass sie wusste, dass sie schwanger ist, und hat einfach dieses Kind genommen, weil sie diese Aufkleber gesehen hat, die wir in Bussen überall kleben hatten. Sie hat das also gelesen auf dem Weg zur Arbeit oder als Schülerin, das weiß ich nicht mehr, ist dann in ihrer Verzweiflung selber zum Krankenhaus gefahren, hat das Kind in die Babyklappe gelegt und da drin liegt dann so ein großer Umschlag in 14 Sprachen, den können Sie rausnehmen, dass Sie immer die Chance haben zu sagen, ich war diejenige welche. Und ist dann wieder zum Parkplatz zurück und da hat sie eine riesige Blutspur hinterlassen, dass die Ärzte gesagt haben, diese Frau, die muss in ärztliche Behandlung. Und sie ist dann am nächsten Tag, durch wen auch immer, das habe ich jetzt nicht parat, ins Johannishospital gekommen, wobei dann sofort klar war, das muss die Mutter dieses Babys sein. Die Eltern waren dabei, der Vater des Kindes war dabei, das ganze soziale Umfeld war okay, nur diese Mutter war komplett durch den Wind, weil sie gar nicht darauf vorbereitet war. Und das Baby dann zu bekommen, das war dann ja auch schwierig, weil in dem Moment, wo sie das da reinlegen und den Umschlag nehmen, hat das Jugendamt ja erstmal jetzt das Sagen. Und dann müssen sie ja mit Jugendamt, mit Krankenhaus, und dann muss man ja sagen, ich will ja dieses Kind eigentlich vielleicht doch haben, aber ich war ja sowas von durcheinander. Also da sind schon, das ist ein Schicksal, von dem wir wissen. Und jetzt müssen wir dann abbrechen. Der Chefarzt hat es geschafft, wirklich 2 Tage am Bett dieser jungen Frau zu sitzen mit den Eltern. Das ist dann alles gut über die Bühne gegangen. Mutter ist dann mit Kind, das ursprünglich in der Babyklappe war, entlassen worden. Und alle anderen Kinder werden relativ schnell innerhalb von ganz kurzer Zeit vermittelt, weil ja genug Adoptiveltern in der Pipeline stehen, die auf so ein Baby warten. Das wäre jetzt die zweite Frage gewesen, die anschließende Frage. Also die Kinder, die in die Babyklappe gelegt werden, die werden vermittelt, die kommen in anderen Familien, so dass es denen auch wirklich gut geht. Die Babys gerne möchten von klein auf, ja. Gab es denn dann auch die Fälle, weil Sie selber auch davon jetzt berichteten, dass man da eben einen Zettel ausfüllt und dadurch ist erkennbar, dass man... Nee, Sie füllen ihn nicht aus. Sie nehmen nur raus und da steht eine Nummer drauf. Ja. Also Sie haben wirklich immer noch das Recht, mal zu fragen oder sich zu outen im Nachhinein oder zu sagen, ich bin die Mutter des Kindes, ich habe das damals aus welchen Gründen auch immer gemacht, aber jetzt möchte ich vielleicht doch noch mal mein Baby kennenlernen, wie auch immer. Das ist in 18 Sprachen hinterlegt. Ist es aber vorgekommen, dass im Nachhinein sich dann auch noch mal jemand gemeldet hat? Nein, nicht, dass ich wüsste. Von den anderen Kindern weiß ich es nicht. Aber Sie selber, Sie wissen, wie gut die Kinder in Obhut sind und Sie sagten selber, in 13 Jahren 14 Fälle, denen geht es auch wirklich gut. Denen geht es wirklich gut, ja. Das sind genug Eltern, die sich da wirklich engagieren, wenn sie so ein Baby bekommen. Erfüllt Sie das dann auch irgendwo selber mit Stolz, wenn Sie wissen, dass eine Einrichtung... Ja, weil ich kenne zwei Eltern, die so ein Baby bekommen haben. Und das ist schon toll, wenn man der eigene Kinderwunsch nicht in Erfüllung geht und man bekommt dann einen Säugling, so ein Baby. Und es sind auch alles gesunde Kinder gewesen. Wir haben kein richtig krankes Kind gehabt. Also es ist schon schön. Ja. Ja, passt schon. Was sind die weiteren Dinge, die Sie mit Kind im Krankenhaus planen? Da steht, glaube ich, an, jetzt im November eine große Auktion. Ja, wir machen eine ganz große Kunstauktion. Und zwar muss ich sagen, zusammen mit dem Bunten Kreis, weil wir eine hervorragende Teddy-Versteigerung im letzten Jahr bewerkstelligt haben. Und die hat mit dem Bunten Kreis und auch noch mit Riskit zusammen, mit 3 Vereinen haben wir das gemacht. Und weil man merkt eigentlich, dass man so andere Synergien auch entwickeln kann mit anderen Vereinen auch. Und dann haben die gesagt, es war so eine tolle Zusammenarbeit, ob wir nicht weiter was machen könnten. Und jetzt habe ich 60 namhafte deutsche Promis angeschrieben, aus allen möglichen Bereichen, und wir haben ganz viele kleine Leinwände zurückbekommen. Ganz prominent Otto, Udo Lindenberg, Herbert Grönemeyer, unser Bundeskanzler Gerhard Schröder, die Duisburger, Bernhard Dietz, Rolf Milser, Ottmar Alt, Dr. Götz Alsmann. Also alles Promis, die da mitgemacht haben, die Leinwände bemalt haben. Und die werden am 12. November im Restaurant Schiffchen am Bienenschifffahrtsmuseum in Ruhrort versteigert für einen guten Zweck. Ja, und da bin ich mir sicher, dass viele Duisburger, die Interesse daran haben, ein derartiges Unikat zu ersteigern, auch hinkommen werden. Frau Schamach, wir gehen mal kurz ab in die Werbung. Wir sind gleich wieder zurück.
Willkommen zurück zum zweiten Teil bei Spruchreif. Bei mir hier nach wie vor im Studio zu Gast Monika Schamach. Frau Schamach, wir haben gerade über das Ehrenamt, was Sie bekleiden bei Kind im Krankenhaus, gesprochen. Sie haben auch eine Auszeichnung erhalten, nämlich den Nancy-Schulz-Preis der Zebra-Kids. Wie kam es dazu? Ja, also Herr Mais, ich habe eine E-Mail bekommen und da bin ich wirklich, ich habe wirklich gesagt, weil man das glaube ich jetzt nicht, da hat man mir diesen Preis angetragen und vorgeschlagen, von dem ich noch nichts gehört habe im Vorfeld. Ich muss aber sagen, ich bin ja auch erst die zweite Preisträgerin. Ich habe mich dann eingelesen und habe dann erfahren, dass Nancy Schulz auch ehrenamtlich sehr engagiert war und dass eine junge Frau mit 31 Jahren an Krebs verstorben ist. Also sehr traurig. Und ihr Lebensgefährte seinerzeit, das ist der Vorsitzende mit bei Zebra Kids, Herr Gottschlich, und auch die Schwester der Verstorbenen, die stehen dahinter und hatten die Idee zu diesem Preis. Und ja, wie es dazu kam, ich bin vorgeschlagen worden und dann hat man... Ich bin nominiert worden, dann hat man mich genommen. Ich weiß es nicht. Wie es dann im Interner abgelaufen ist, weiß ich nicht. Man hat mir das angetragen, diesen Preis zu nehmen. Und dann habe ich gesagt, dann nehme ich den auch. Das ist schon ein schönes Gefühl. Ne? Ja, wenn, sehr. Sehr. Von außerhalb. Ja, weil es ja für auch, es war eigentlich auch für Kick gedacht. Also für dieses Engagement hauptsächlich. Nicht nur für die anderen drumherum. Und deshalb ist der Preis auch in der Kinderklinik mit Anwesenheit des Chefarztes und der anderen Oberärzte und dergleichen mehr verliehen worden. Und Hugo war dabei. Also Hugo ist ja der kleine Zebra für die Zebra-Kids. Und ja, alles ganz, ganz liebenswert und richtig nett. Ja, schön. Mhm. War schön. Wie wichtig finden Sie dann solche Auszeichnungen in solchem Moment? Ich habe mich dermaßen gefreut, das heißt nicht, dass ich mich nicht weniger engagieren würde, aber irgendwie habe ich gedacht, jetzt hast du 19 Jahre, machst du das, dann nehme ich das auch dankend an, weil wir selber vom Verein ja auch immer einmal im Jahr die beste Kinder- und Jugendkrankenschwester auszeichnen. Die bekommt von uns, wir haben ja so ein Männchen, so ein Logo und das ist eingraviert in einer Platte und dann wird auch ihr Name eingraviert, so richtig schön und edel und die bekommt auch von uns einen Geldpreis und dann diese Auszeichnung fürs beste Examen. Und dann lehnen sich die Mädels auch ein bisschen aus dem Fenster, die wissen das, die sehen das im Haus, dass es sowas gibt. Und dann ist man eigentlich damit vertraut mit solchen Sachen, aber ich hätte jetzt nie geglaubt, dass ich da irgendwie im Boot bin. Aber ich habe mich wirklich sehr gefreut, Herr Mais, ganz bestimmt. Sie haben selber gesagt, das 20-jährige Jubiläum steht an. Ja, wissen Sie schon, was es da an Aktionen geben wird? Ja, ich hab ganz viele Ideen und ich kann die in und um das Haus im Moment nicht verwirklichen, weil die Umbaumaßnahmen, die Millionen, die da jetzt verbaut werden von Helios, im Moment ist es 100%ige Tochter seit 1. Juli, ist das Bistum komplett raus und es gehört komplett Helios und die bauen ja alles um. Das heißt, da sind überall Baumaßnahmen. Es wird ein riesen Parkhaus errichtet für die Mitarbeiter. Und wenn ich jetzt ein Kinderfest plane, so wie ich das mal in der Vergangenheit gemacht habe, die Wiese, die ist heute noch da, das heißt nicht, dass die übermorgen noch da ist. So sieht es im Moment aus. Wir machen ein Kinderkonzert jetzt in der Kapelle. Das habe ich, das ist plakatiert. Da ist alle, sind die Einladungen zu raus. Und jetzt gibt es in der dritten Etage eine Baumaßnahme, dafür darf die Kapelle dann da unten nicht benutzt werden, in der ersten Etage. Das ist alles so aufwendig, dass ich gesagt habe, das kann es nicht sein, aber das soll wahrscheinlich in 14 Tagen dann auch wieder fertig sein. Nur, ich habe eigentlich so eine Idee, die kam mir gestern vielleicht, den Botanischen Garten mit einzubeziehen, der ja nur um die Ecke ist, da kann man mal eben rüberlaufen, die jetzt auch ihre Glasfassade fertig haben, die dieses alte Gewächshaus fertig haben, da ist eine Bestuhlung möglich, davor gibt es eine Wiese, da präsentieren sich die Fuchschenfreunde und da kann man vielleicht was machen. Das wollte ich jetzt dem Vorstand mal vorschlagen und mich im Oktober da treffen, weil ich brauche auch so eine Vorbereitungszeit, um so ein Fest zu stemmen. Und da habe ich schon Ideen, man kann ja vielleicht auch Eintritt nehmen, weil es da einen Zaun gibt und dann machen wir wieder eine große Tombola und dann ist das auch irgendwie abgeregelt, wenn denn die Stadt mitspielt. Aber da ich jetzt bei der Offensive für ein sauberes Duisburg bin und dann ist das Amt für Umwelt jetzt, jetzt haben Sie meine gute jetzt, Überleitung, guck, haben Herr Sie Mais, einfach kaputt gemacht. Schau mal, wieder von vorne. Nein, das lassen wir. Ja, ich wollte Sie nämlich fragen, wie gern machen Sie eigentlich sauber? Sehr gerne. Das ist ein Tick. Als mein Mann, als wir damals heirateten und mein Mann gesagt hat, dieser Putzfimmel, den ich hätte, der sei ja, also das sei, also wenn er so weiter so ausarten würde, was auch eine Erziehungssache, dann könne er, wenn man eine Scheidung anstellen würde, die Gott sei Dank nie
Seite steht, Mist, das möchte ich ja gar nicht. Aber dann könnte er sich vorstellen, dass wenn er da zum Anwalt ging und sagen würde, meine Frau hat so einen Putzdickel, dann würde jeder Mann sagen, ja, das geht ja gar nicht mit so einer. Und als die Stadt damals anfragte, da habe ich gesagt, ja, warum soll man nicht die Stadt sauberer halten? Doch da kriegen sie mich immer auf einer richtigen Stelle. Ist schon so. Wie war das? Haben Sie von sich aus gesagt, ich mache da mit? Nee. Oder? Nee, Herr Mais, das war ein Sprung ins kalte Wasser. Da kriegte ich einen Tag vor Gründung des Vereins einen Anruf von Herrn Meurer. Herr Meurer ist der Chef der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung. Und wirklich abends spät, es war in der Firma, es war schon so wie Feierabend, es war nach 18 Uhr. Und er sagte, da sei ein Verein in Gründung, Offensive für ein sauberes Duisburg. Also den Namen gab es auch schon. Und sie würden mich da gerne mit ins Boot nehmen. Und ob ich nicht am nächsten Tag ins Rathaus kommen könne, da würde die Gründungsversammlung stattfinden. Und dann habe ich gesagt, auch worum geht es um Duisburg? Ja, Duisburg sauber machen und Engagement der Bürger. Da habe ich gesagt, dann komme ich mal und höre mir das an. Was ich nicht wusste, ist, ich kam also rein, das war oben im Raum Wuhan, also wirklich groß, aufgezogen. Jeder hatte eine riesen DIN A4-Mappe vor sich liegen, die richtig bestückt war mit Papier. Da haben sich alle Leute über Wochen eingelesen und mich haben sie eingeladen, ohne dass ich überhaupt was wusste. Und dann wurde ich ganz schnell, Frau Zieling sagte noch, Sie machen das gleich, Frau Schaumann. Ich sage, was mache ich denn? Vorgeschlagen als stellvertretende Vorsitzende. Und dann habe ich gesagt, ja, was geht denn hier ab? Und da habe ich gesagt, sagen Sie mal, darf ich auch mal in die Mappe gucken? Neben mir saß Herr Siegmann von der Volksbank. Und da sage ich, wie lange haben Sie eigentlich die Mappe schon? Die habe ich schon ein paar Wochen. Und da habe ich gesagt, ja, warum habe ich die nicht? Aber ich wurde ja auch erst einen Abend vorher eingeladen. Und ja, dann war ich da drin. Was sind das für Aktionen, die Sie... Ach, die sind irre. Die sind ganz irre. Wir machen ja Erziehung mit Schulen und Kindergärten immer wieder, um Kinder daran zu führen, dass sie die Stadt sauber halten, dass sie nicht Papier auf den Boden werfen. Machen mit den Säuberungsaktionen mal ein Umfeld vom Kindergarten sauber halten. Wir haben mal kleine Besen, kleine Handschuhe, alles in Mini, ganz niedlich. Und wenn wir angefragt werden, machen wir sowieso sauber. Und es gibt ja auch mittlerweile Institutionen, die, ich sag jetzt einfach mal die Taucher aus dem Landschaftspark, die immer in den Innenhafen tauchen, da alles hochholen, dann begleiten wir die auch. Da ist die Offensive immer dabei. Und wenn uns auch ein Bürger anruft und sagt, ich habe hier eine Dreckecke, dann geht das ganz schnell, dass wir helfen und uns da einsetzen, weil wir ja auch die Connection zu den Wirtschaftsbetrieben haben. Und so machen wir in Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsbetrieben richtig Stadtteile mit Bürgern sauber, die sich dann ehrenamtlich engagieren und sagen, ja, dann gehen wir mal durch den Park und gucken mal, was wir da aufnehmen. Und so haben wir, der Baler Busch wird zum Beispiel einmal im Jahr sauber gemacht und der ist eigentlich gar nicht so dreckig, da wird gar nicht so viel Müll verstreut wie woanders. Aber es ist einfach, dass die Bürgervereine zum Teil sagen, dann machen wir mal den Baler Busch sauber. Und wenn sie dann so wie ich mit unserem Bürgermeister Manfred Osinger eine Teilstrecke bekommen und da war nicht so viel Müll und wir hatten unsere blauen Säcke noch nicht ganz voll und irgendwann standen wir beide dann vor einem Stadtwerke-Verteilerkasten und da stand drauf, das ist Eigentum der Stadt Moers und dann habe ich gesagt, Manni, wir sind schon in Moers, wir sind nicht mehr in Duisburg. Da sind wir ganz schnell zurück, da haben wir uns nämlich im Baler Busch verlaufen und haben Moers sauber gemacht. Ja. So Frau Schaumann, ich will gleich auf jeden Fall noch wissen, wer denn den größeren Putzfimmel hat, Sie oder Herr Osinger. Bevor wir diese Frage klären, gebe ich mal eben ab in die Redaktion zu den News. Wir sind gleich wieder zurück. Willkommen zurück zum dritten Teil von Spruchreif. Bei mir im Studio zu Gast Monika Schamach. Frau Schamach, wir haben gerade über die Offensive für ein sauberes Duisburg gesprochen, wo Sie zusammen mit dem Bürgermeister Manfred Osinger tätig sind. Jetzt mal unter uns, wer hat denn von Ihnen den größeren Putzfimmel? Der Manni, der ist schon toll. Der ist also ganz speziell und ganz ein toller Bürgermeister und zwar einer, den man so richtig anpacken kann und den können Sie auch nachts um 3 noch anrufen und sagen, Manni, das geht nicht, morgen um 5 müssen wir den Dreck da weg haben, dann kommt der und fährt mit dem Offensive-Bus durch die Stadt und hat immer alles hinten drin, der kann also direkt auch schon kleine Sachen sofort beim Vorbeifahren aufnehmen, also ich glaube, keiner ist so mit Leib und Seele Vorstandsvorsitzender der Offensive wie Manfred Osinger, also er ist für mich einfach, ist schon ein toller, ganz toller, ja. Dann, und das finde ich auch bemerkenswert, neben also jetzt Offensive für ein sauberes Duisburg und KIK, wo wir ja im ersten Teil auch schon drüber gesprochen haben, sind Sie Geschäftsführerin des neuen Förderkreises der Köhler-Osbach-Stiftung. Ja, richtig. Woher nehmen Sie die ganze Zeit? Ja, wir haben ja einen Einstieg gehabt und Sie wissen, dass ich nicht mehr arbeite. Und dann hat man mehr Zeit, dann kann man sowas machen. Also das hätte ich jetzt nicht noch machen können mit dem Autohaus. Also
Autohaus war ja immer vorrangig. Da müssen Sie, haben Sie ein Geschäft, da haben Sie Verantwortung für Mitarbeiter. Aber jetzt in dem Moment bin ich ja vom Rücken her freier und dann kann ich mich da engagieren. Ja. Jetzt Köhler-Osbach-Stiftung sagt vielleicht nicht jedem Zuschauer etwas. Denke ich mehr. Worum geht es da? Können Sie da kurz was sagen? Die Köhler-Osbach-Stiftung gibt es schon sehr lange, basiert auf dem Namen Dr. Herbert Köhler. Das war ein Stahlindustrieller, der zwar in Düsseldorf ansässig war, aber für Duisburg sein Herzblut in Duisburg hatte. Und Herr Köhler hat mit seiner Frau, eine geborene Osbach, deshalb Köhler-Osbach-Stiftung, er war ein leidenschaftlicher Sammler. Er hat 70.000 Münzen gesammelt, Schmucksammlungen. Ein musikbegeisterter Mensch. Und er hat nach seinem Tode seine ganzen Sammlungen der Stadt Duisburg für das Stadthistorische Museum hinterlassen. Da gibt es also auch die Köhler-Osbach-Sammlung, eigene Räume dafür. Und hat auch ausgelobt diverse Musikpreise, die die Stadt Duisburg in Zusammenarbeit mit der Köhler-Osbach-Stiftung vergibt. So gibt es hier einmal diesen ganz großen Musikpreis, der mit 10.000 Euro dotiert ist. Dann gibt es einen Musikpädagogikpreis. Dann gibt es den Musikpädagogikprojektpreis, ja, geht alles über die Niederrheinische Musik- und Kunstschule. Mhm. Und dann gibt's noch diesen Preis für Nachwuchskünstler, auch im Musikbereich. Und die werden auch alle mit Preisen dotiert. Also da werden richtige Summen rausgedockt. Und das ist in seinem Nachlass so vermerkt. Und jetzt sage ich Ihnen nichts Neues, wenn ich Ihnen sage, das hatten wir vorgestern noch in der Presse, RWE, die wollen sogar die Stiftung auflösen, weil alle Stiftungen sind ja mal gegründet worden, um Gutes zu tun. Und zwar bleibt ja das Kapital in der Stiftung erhalten und von den ganz tollen, die in der Vergangenheit von den ganz tollen Zinserträgen konnte man Gutes tun, die ja heute gar nicht mehr da sind. Hm. Die Stiftungen kranken ja alle daran, dass sie nicht mehr damit zurechtkommen, einfach diese Gelder auszuspucken, die ja dann nicht mehr kommen, weil die Zinserträge nicht mehr da sind. Und deshalb wurde dieser Förderkreis gegründet, um Mitglieder zu gewinnen, die dann eben diese Kasse auffüllen können, damit diese Sachen, die Duisburg zugutekommen, nicht eingefroren werden müssen. Denn das wäre ja auch ein Unterfangen, was ja auch der Stiftung nicht gut tut und was ja auch der Verstorbene nicht wollte. Aber es hat sich ja alles geändert im Moment. Mhm. Jetzt, und wir haben jetzt schon drei Dinge von Ihnen, Sie waren zwischenzeitlich oder Sie waren auch sehr aktiv bei der Bürgerstiftung, das machen Sie mittlerweile nicht, aber da wollte ich aber jetzt gar nicht drauf eingehen, sondern Sie sind ja auch sehr verwurzelt in Meiderich, dort haben Sie den Hahnenball auch immer mit organisiert und aber jetzt neuerdings den Weihnachtsmarkt, wo wir auf Weihnachten zugehen. Den organisiere ich nicht, der Weihnachtsmarkt wird organisiert, ganz vorrangig, ja, durch Frau Traudel-Bettges, die die Idee dazu hatte und wird begleitet vom Bürgerverein Meiderich. In Meiderich geht es um die Kirche auf dem Damm und eine große Unterstützung haben wir da durch das Unternehmen Damen und Söhne, durch das Ehepaar Damen. Und man hat mein Mann und mich gebeten, doch die Tombola auszurichten für diesen Weihnachtsmarkt, weil wir durch den Meidericher Hahnenball Tombola-Erfahrung hätten. Und jetzt sind wir also beim Meidericher Weihnachtsmarkt auch mit im Boot, ja, machen Tombola. Jetzt bei den ganzen Aktivitäten, was sagt Ihr Mann dazu? Ja, wenn ich den nicht hätte, könnte ich das nicht. Also Sie müssen schon einen Partner haben, der das mitmacht. Also mein Mann weiß, dass ich immer viel gemacht habe und er sagt auch manchmal, für wen arbeitest du jetzt, wenn ich am PC sitze? Weil sonst verliert man ja auch den Überblick. Ich bin froh, dass ich einen Mann an meiner Seite habe, der mir das erlaubt. Es ist nicht so, dass ich von alleine, als angefragt wurde, ob ich irgendwelche Ämter mache, dass ich einfach gesagt habe, ich mache das. Es ist alles mit meinem Mann besprochen. Er weiß auch, dass dass er dann auch mit ins Boot genommen wird, denn wenn das Lehmbruck-Museum sauber gemacht wird von der Offensive, hat mein Mann da zwei Tage gestanden und hat den Arm hochgehalten mit dem Dampfstrahler, um Graffiti vom Lehmbruck-Museum zu bekommen, dann hilft er mir schon sehr. Und wenn wir jetzt mit der Köhler-Osbach-Stiftung beim Mittelstandsforum auftreten, dann wird mein Mann an meiner Seite sein, der dann mit Sicherheit von 400 Leuten 200 kennt und die werden dann hoffentlich fragen, was er dann macht und dann kann er denen eine Broschüre in der Hand drücken und so schließt sich dann der Kreis, Herr Meiß, ich brauche meinen Mann dafür. Das ist sehr gut und ich hoffe, dass Sie beide weiterhin so engagiert sind und so weiter engagiert eben sich für unsere Stadt engagieren. Ja, das mache ich gerne.
Frau Schamach, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei Spruchreif waren. Ja. Und ja, toi, 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 ich hoffe, wir hören noch ganz viel von Ihnen und den Projekten. Und ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte, Herr Mais. Sehr gerne. Immer wieder schön. Immer wieder gerne. Ja. Meine Damen und Herren, das war Spruchreif für diese Woche. Schalten Sie wieder ein, kommende Woche zur gewohnten Zeit. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss, Servus, bye, bye.